Dem 18 Jahre alten Aushilfsverkäufer, der am Sonntagnachmittag bei einem Überfall auf einen Kiosk verletzt worden ist, geht es schon wieder besser. Der junge Mann hatte eine Nasenfraktur erlitten. Zum Zeitpunkt des Überfalls war der 18-Jährige alleine im Atenser Shop. Plötzlich stürmte ein maskierter Mann mit einem langen Fleischermesser in den Kiosk. Der Täter nahm das Geld aus der Kasse an sich. Anschließend schlug der Täter dem Verkäufer mit der Faust in das Gesicht und brach ihm dabei das Nasenbein. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.